Hallo da draußen. Ja, heute habe ich wieder eine neue Rezension für euch. Und zwar handelt es sich um 100 Jahre ungeküsst Dornröschens bittersüße Liebesgeschichte von Gabriela Engelmann. Ja, bevor ich euch natürlich sage, wie ich dieses Buch fand, kurz etwas zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Rosalie Dorn. Rosalie Dorn ist die Tochter zweier Kaffeebesitzer. Sie besitzen das Café Dornröschen und die beiden haben sich schon sehr lang ein Kind gewünscht. Als es dann endlich soweit war und die Mutter schwanger war und Rosalie auf der Welt war, haben die Eltern eine riesige Party veranstaltet. Und wie es so passieren kann, wurde anscheinend vergessen, bei dieser Party eine von Rosalies Mutter Freundinnen einzuladen, und zwar Heta. Irgendwann stürmt dann Heta das Fest. Man muss wissen, Heta wurde von ihrem Mann verlassen und ist seitdem nicht sehr gut zu sprechen und verflucht Rosalie. Denn Rosalie soll an ihrem 17. Geburtstag durch einen spitzen Gegenstand ums Leben kommen. Lediglich Rosalies Patentante Cassandra versucht, diesen Fluch abzumildern und sagt, sie soll nicht sterben, sondern in einen langen Schlaf fallen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, Rosalie ist somit sehr behütet aufgewachsen und wurde von jeglichen spitzen Gegenständen ferngehalten. Doch das hindert Rosalie nicht daran, mit 16 eine Ausbildung als Hotelkauffrau zu starten und von zu Hause auszuziehen. Denn somit hat sie endlich ein eigenes Leben. Sie kann tun und machen und lassen, wann und wo sie will. Und natürlich bekommt ihre beste Freundin Melly gleich mal einen Zweitschlüssel, damit die beiden immer zusammen sein können, wenn sie Zeit füreinander haben. Rosalie arbeitet nun in einem Romantikhotel in Hamburg und wird dort in ihrer Ausbildung zuerst einmal für das Housekeeping eingeteilt. Die zuständige Gerlinde Freitag ist sehr auf Ordnung und Reinlichkeit bedacht und macht somit Rosalie das Leben nicht gerade leicht. Aber zum Glück gibt es ja Leilani, die sich sehr lieb und fürsorglich um Rosalie kümmert und sie in alles einweist. Ja, Rosalie hat somit gleich einmal Anschluss gefunden im Hotel. Florian, der Jungkoch, der in der Küche arbeitet, ist ja auch wohlgesonnen. Und selbst in der Berufsschule hat sie den lieben Björn Segelohr neben sich sitzen. Ja, doch es gibt natürlich auch andere Seiten, denn nicht nur Rosalie fängt sozusagen neu in diesem Hotel an, nein, auch der Hotelkettenerbe René Prinz macht ein dreimonatiges Praktikum in Hamburg und so laufen sich die beiden sehr schnell über den Weg. Und René hat es erwischt, er will Rosalie kennenlernen und er will sie rumkriegen und wissen, wie diese kleine süße Maus so tickt. Ja, ich sagte ja schon, Rosalie hat es nicht immer einfach. Als verschiedene Ereignisse sie dazu bringen, dass sie beim Küchenmeister Gerd Obermeister eingeteilt ist, kann sie zwar Gerlinde Freitag entkommen, aber ist dazu bei dem sadistischen Küchenchef, der nicht so sehr auf den reichen Schnösel René oder auf Rosalie gut zu sprechen ist, da die beiden sich ja ziemlich gut verstehen. Ja, allgemein haben es auch Rosalie und René nicht gerade leicht, denn nicht nur Renés guter Freund aus München, Rocco, hat sich einquartiert, auch als Rosalie und René endlich einen schönen romantischen Abend zu zweit haben und dann in Renés Wohnung wollen, wer liegt da in seinem Bett? Seine Ex-Freundin, die einfach nicht wahrhaben will, dass es Schluss ist mit den beiden. Ja, das sind immer wieder Ereignisse und somit ist René für Rosalie gestorben. Aber kann man sich das vorstellen, dass das wirklich hält? Nein, sie haben eine On-Off-Beziehung sozusagen, verstehen sich mal gut, mal weniger gut. Und das alles gipfelt sich hoch kurz bis vor Rosalies 17. Geburtstag. Ja, mehr verrate ich gar nicht. Ich glaube, manche kennen auch grob eben die Dornröschen-Geschichte. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten. Ich habe kurz einen groben Abriss der Story gegeben. So, wie fand ich das Buch? Erst einmal wieder sehr, sehr schön, dass das Ganze in Hamburg spielt. Also ich glaube, wenn ich dann auch irgendwann noch mehr Bücher von Gabriela Engelmann lese, dann
brauche ich in Hamburg gar keinen Stadtplan mehr. Also das ist wirklich sehr schön und bildhaft beschrieben. Sehr schön fand ich, dass Schneewittchen auch ihren Auftritt hatte in dem Ganzen, da ja jetzt Plakate an Litfaßsäulen von ihr hängen und René und Rosalie im Wegi-Himmel essen und dort natürlich, wer sollte es anders sein, der Chef persönlich Jamie Timm die beiden bedient, was ich natürlich ganz toll fand, weil mir Jamie Timm so gut gefallen hat. Die Charaktere waren sehr schön. Rosalie war ein liebes, aufgeschlossenes, mir total sympathisches Mädchen. René war für mich am Anfang wirklich nur dieser eingebildete Schnösel aus München, was man ja auch im Buch nachlesen konnte, da die Geschichte ja aus zwei Teilen besteht. Einmal wird sie aus der Sicht von Rosalie und einmal aus der Sicht von René erzählt und man da so auch seinen Gedankengang verfolgen konnte. Aber er wandelt sich auch im Laufe der Geschichte. Das Buch hat so einen erzählerischen Rahmen von ungefähr so knapp einem Monat, wenn ich das richtig habe. Und es ist immer so unterteilt. Ich hoffe, man sieht das jetzt gut. So. Rosalie, Dienstag, 4. August und dann irgendwann einmal schon wieder Rosalie. René. Und dann zum Beispiel René, Montag, 31. August. Also man, es ist immer Datums, man kann immer oben sehen, welcher Tag ist und aus welchen Sichtweise das erzählt wird. Das fand ich sehr gut. Also ich kann es euch sagen, ich war natürlich mal wieder begeistert. Ich war schon vom ersten Buch und beim zweiten war es genauso. Auch wenn das Ende so ein kleiner Wermutstropfen war, weil ich glaube, es halt nicht umsonst eine bittersüße Liebesgeschichte, denn das Ende hat mich schon ein bisschen traurig gestimmt. Also ich muss zugeben, ich will jetzt natürlich hier nicht zu viel verraten, aber ich war dann schon so ein bisschen, ja, traurig und schade. Ich hätte mir das natürlich ein bisschen ein anderes Ende gewünscht, obwohl es, glaube ich, immer noch Happy End irgendwo ist. Ja, aber... Na, es war trotzdem toll, aber ja, ich war gestern einfach ein bisschen traurig. Aber das ist ja nicht schlimm. Das Buch war trotzdem an sich wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte ja schon in einem Video gesagt, dass ich wahrscheinlich alle drei auf einen Rutsch lesen werde. Also ich weiß nicht, ob ihr das genau sehen könnt. Hier ist das lila Buch. Dieses kleine lila Buch. Ja, das ist Cinderella Undercover. Also ich weiß, dass es das ist, weil ich weiß, wo das steht in meinem Bücherregal. Aber ich glaube, man sieht das nicht so richtig. Dieses kleine lila Buch, Cinderella Undercover, werde ich jetzt nicht lesen. Ich habe jetzt ein anderes Buch angefangen. Nicht, weil ich nicht mehr Engelmann lesen will, sondern ich glaube, das ist so wie mit einem guten Stück Schokolade. Man isst entweder alles auf einem Haufen oder man hebt sich noch was von dem leckeren Zeug für später auf. Ja, und ich will mir noch was davon aufheben, obwohl ich wahrscheinlich trotzdem im Februar dann Cinderella Undercover und Küss den Wolf zusammenlesen werde. Ja, aber jetzt mache ich so ein bisschen Pause, damit ich noch was davon habe, weil die beiden Bücher, wo ich jetzt gelesen habe, die waren sehr, sehr schön und sehr, sehr auch stimmungsaufheiternd und ja, haben mir irgendwie so den Tag immer versüßt, das zu lesen. Und ja, hebt man sich dann nicht lieber so ein schönes Buch für schlechte Zeiten auf? Ja, also bei mir ist das so. Ja, das war es eigentlich schon von mir. Wenn ihr das Buch gelesen habt, ihr könnt gerne kommentieren. Ihr sollt kommentieren. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann ja, wie beim ersten Buch, auf in die Buchhandlung und besorgt es euch. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!